Hallo und herzlich willkommen im Wissenschaftszimmer. Hock jetzt mal heute da drinne, weil es soll um Forst- und Waldgeschichte gehen. Also ganz viel Forstgeschichte und ein kleines bisschen Waldgeschichte. Und das lässt sich meiner Meinung nach ganz gut indoor bequatschen, zumal ich euch dafür wenig zeigen kann, außer an den entsprechenden Epochen in der Geschichte, wo es was zu zeigen gibt. Da gehen wir dann natürlich raus und gucken uns das an, selbstverständlich. Aber jetzt so für die Anfänge der Forstgeschichte, da kann man das genauso gut drin machen. Klar könnte ich mich auch in den Wald hocken, aber aktuell bei den tollen Sommertemperaturen, die wir gerade haben, ich mag es nicht warm. Ist es hier drin kühler als draußen und demzufolge. Regen hätte mich nicht aufgehalten, Hitze tut es. Außer ich gehe nachts in den Wald, das kann ich natürlich schon tun, das mache ich dann auch. Entsprechend, wenn der Sonnenuntergang ist nah, jetzt kannst du endlich rausgehen. Aber das hilft nichts, weil dann kann ich nicht filmen, weil dann ist dunkel. Oder zumindest fast dunkel. Demzufolge heute mal, beziehungsweise die ersten Teile dieser Reihe und die späten Teile dieser Reihe, wozu es dann halt kein nennenswertes Zeug, was man im Wald angucken kann, gibt, sind Indoor. So, zweite Ankündigung, wenn ihr ein schönes Buch lesen wollt zum Thema Waldgeschichte oder Forstgeschichte, empfehle ich euch hier dieses Buch vom Herrn Küster, das ist ein Klassiker, das ist auch ganz gut zu lesen und nicht im Wissenschaftssprech, also nicht in sehr starkem Wissenschaftssprech geschrieben und enthält eigentlich die wesentlichen Eckpunkte bis zum Waldsterben. Da ist es dann nicht mehr so, also ab dem Waldsterben ist es dann nicht mehr ganz aktuell. Die Geschichte der Forstwissenschaft ist auch nicht so gut da drin aufbereitet, die liegt mir persönlich ziemlich am Herzen, davon werde ich euch auch noch was erzählen. Aber ich denke, für den Otto Normalverbraucher ist das sicherlich ein sehr gutes Buch über Waldgeschichte. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht an mein heiliges Buch stoße. Zeige ich euch auch mal irgendwann das heilige Buch. Sozusagen die Bibel des Forstwissenschaftlers. Aber irgendwann. Ja, was wird es jetzt hier geben? Wir gehen einfach einmal komplett durch die Geschichte des Menschen, was der im Wald getrieben hat. Also ab dem Punkt, wo er angefangen hat, den Wald zu beeinflussen. Dieser Punkt ist der Beginn der Jungsteinzeit, weil der Beginn der Jungsteinzeit ist definiert als Ackerbau. Und für Acker braucht man Platz. Und Platz hatte man keinen, weil es stand ja überall Wald. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt, Deutschland wäre eigentlich zu 90% bewaldet, wenn man ihn nicht gefällt hätte. Und das haben damals schon die Jungsteinzeitler mit ihrer Steinaxt entsprechend geschafft, Bäume umzuhauen und Lichtungen zu schaffen, um darauf eben Ackerbau zu betreiben. Wenn man kritisch das Ganze betrachten möchte, dann ist der Ackerbau quasi der Beginn des Verderbens, wenn man ganz kritisch sein möchte, denn ab dem Punkt, wo Ackerbau betrieben wurde, hört die nachhaltige Lebensweise des Tiers Homo sapiens auf und er wird zu diesem seltsamen Wesen, das seinen eigenen Lebensraum kaputt macht, beziehungsweise so abändert und so stark seinen Bedürfnissen anpasst, dass mehrere Ressourcen verbraucht werden, die dann halt irgendwann, als die Natur an dieser Stelle nachliefern kann und irgendwann sind diese Ressourcen natürlich alle. Was macht der Mensch? Das werden wir jetzt im Laufe der Waldgeschichte immer mal wieder sehen. Er geht woanders hin, wo noch natürliche Ressourcen da sind. Haut also ein neues Loch in den Wald, breitet sich wieder aus, bis nichts mehr da ist. Geht woanders hin, haut ein neues Loch in den Wald, breitet sich wieder aus, bis nichts mehr da ist. Das macht er so lange, bis nichts mehr da ist. Und das inzwischen über den ganzen Planeten verteilt. Und das Doofe ist, wenn der alle ist, wo gehen wir dann hin? Auf den Pluto. Aktuelle Forschungen ergeben ja, dass es da wohl ganz schön sein soll, scheinbar aktuell. Naja, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Kurzer Abriss durch die Waldgeschichte. Tatsächlich in der Jungsteinzeit erste Lichtungen wurden angelegt, erste Rodungen vorgenommen, erste Bauernhöfe quasi in den Wald geklatscht. Kleine Dörfer, ein einziges Haus, 100 Leute in diesem einen Haus, dazu ca. 35 Hektar Freifläche und darauf Acker quasi. Drumherum noch unberührte Wildnis und Wald. Dann kamen die Römer. Die Römer haben in den Tälern und in den Bereichen entlang ihrer Handelsstraßen auch Wald gerodet und dort entsprechende riesige Straßen angelegt und vor allen Dingen eben Handel angelegt. Entlang dieser Straßen gab es auch ein bisschen Landwirtschaft.
Aber die Römer haben sich nicht in große geschlossene Waldgebiete wie zum Beispiel den Schwarzwald reingetraut. Das war denen nicht so ganz geheuer. Da gibt es ja diesen schönen Begriff Silva Nigra, der schwarze Wald. Da wollen wir nicht rein. Und tatsächlich haben sich die Römer so gut wie gar nicht in die Hochlagen irgendwelcher Mittelgebirge getraut und haben dann ja auch, nachdem sie in Süddeutschland ein bisschen was erobert hatten, beschlossen, wir bauen jetzt ein Limes, also mal wieder eine Mauer mitten durch die Gegend. Das machen die gerne. Das haben sie ja in Schottland auch gemacht, den Adrianswall, bam, 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 und da oben können die Barbaren weiter ihr barbarisches Dasein fristen und wir tollen zivilisierten Römer bleiben auf dieser Seite. War ja eigentlich gar nicht so doof, die Römer haben auch begriffen, dass sie ihr Land nicht unendlich weit ausdehnen können, weil sie sonst irgendwann die Kontrolle verlieren. Tja, die Römer waren dann irgendwann weg und dann kam das Mittelalter. Mit dem Mittelalter einhergingen zwei wesentliche Erfindungen. Man sagt ja immer, im Mittelalter gibt es keine neue Technologie. Die waren eigentlich schon wieder primitiver als die Antike, weil man damals ja noch das Wasserklo schon hatte, Demokratie tatsächlich schon hatte, tolle Städte mit architektonischen Wahnsinnsbauten hatte. Das hatte man im Mittelalter ja alles nicht mehr. Aber zwei wesentliche Erfindungen hat das Mittelalter dann doch hervorgebracht, als es dann entstanden ist, nämlich den Kiel, also sprich das Ding am Schiff, ne? Dieser Kiel da unten dran, das hat nämlich den Schiffbau derartig revolutioniert, dass längere Schiffreisen schnell und problemlos ohne einen Haufen Sklaven zum Paddeln möglich waren und hat damit einfach den Handel überhaupt so richtig in einem Ausmaß ermöglicht, dass der Wirtschaft gut, dass die Wirtschaft halt so richtig schön angekurbelt wurde. Das ist einer der Faktoren, was im Mittelalter zu diesem enormen Bevölkerungsanstieg geführt hat. Der zweite und noch viel, 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 viel wichtigere Faktor ist der Pflug und das Ochsenjoch. Nämlich, vorher hatte man, wenn man eben seinen Acker beackern wollte, hat man wohl einen Stock gehabt, mit dem man die Erde da so irgendwie aufgekratzt hat. Aber das musste mit Muskelkraft von Hand durch Mensch passieren. Erst im Mittelalter ist man auf die Idee gekommen, wirklich einen richtigen Pflug zu erfinden. Ein Gerät, das durch den Boden gezogen werden kann. Und das war ebenfalls neu mit Tier vorne dran. Also nicht mehr mit der eigenen Muskelkraft, was halt eben die mögliche Fläche, die zu bearbeiten war, sehr stark limitiert hat, sondern man konnte jetzt den Ochsen da vorne dran spannen und vergleichsweise einfach riesige Mengen an Feldern aufbrechen, und überhaupt war es so auch erst möglich, Böden aufzubrechen, die mit den noch relativ einfachen Werkzeugen, beziehungsweise sagen wir instabilen Werkzeugen bei den Römern nicht möglich gewesen ist. Sucht das richtige Wort und setzt es ein. Ich weiß es gerade nicht. Ja, also das waren so die wesentlichen Revolutionen des Mittelalters eben. Und man hat dann ja im späteren Mittelalter dann auch rausgefunden, dass es irgendwie gut ist, wenn man sich zusammenbaut auf einen Haufen und sich viele Häuschen dahinstellt und eine Stadt gründet. Damit ging das Elend dann für die Natur erst richtig los, aber uns hat es gut getan und das Bevölkerungswachstum stieg ins Bodenlose. Also man mag im Mittelalter nicht gut und primitiv gelebt haben, aber es gab eben ein paar wesentliche Revolutionen im allerwichtigsten Bereich. Die wichtigste Technologie überhaupt für uns, nämlich wo kriegen wir unser Essen her? Und das war halt eben revolutionär und lief dann nochmal eine Ecke besser als in der Antike. Daher eben Mittelalter durchaus gar nicht so dunkel, wie ihm immer nachgesagt wird. Was bedeutete das für den Wald? Wir wurden mehr, wir brauchten mehr Platz. Wir konnten also nicht mehr in diesen fruchtbaren Tälern bleiben, wo die Römer auch schon drin gewesen sind, sondern mussten auch immer mehr gerade mit der Landwirtschaftsfläche in die Mittelgebirge ausweichen, in Regionen, in denen die Böden eigentlich gar nicht mehr so super gut waren und die Landwirtschaft schon nicht mehr so einfach. Das heißt, man musste also auch in Regionen, in die noch kein Mensch war bis dahin. Und was war da? Wald. Ein anderer Faktor, der zur Besiedlung der letzten Waldreste geführt hat, waren auch Klöster. Denn die Mönche wollten ja in Abgeschiedenheit leben und haben dann ganz oft beschlossen, wir gehen jetzt irgendwo hin, wo keiner ist. Also sprich irgend so ein schönes Schwarzwaldtal, da irgendwo nirgendwo, wo kein Mensch hin will.
und dann gründen wir jetzt ein Kloster. Und da so ein Kloster immer relativ gut funktioniert hat, so als autonome, selbstständige, sich selbst versorgende Wirtschaftseinheit, wurden die dann auch immer meistens ziemlich schnell, ziemlich groß, diese Klöster. Und was haben die gebraucht? Holz. Und darum mussten sie halt alles um sich rum auch wieder platt machen. Und an dieser Stelle hatten wir wieder einen riesen Bereich um dieses Kloster drumherum, wo der Wald erstmal entfernt war. Dann haben noch ein paar Leute beschlossen, oh, das ist doch so ein tolles Kloster, das ist ja auch irgendwo ein Wirtschaftsfaktor, ich siedel mich da auch mal an. Und das Interessante war, Holztransport war damals ja noch schwierig. Man musste also, wenn man entsprechend am Rande des Walds gesiedelt hat, hatte man den großen Vorteil, man muss sein Holz nicht weit schleppen, wenn man es als Brennholz ins Dorf bringen will. Wenn der Wald dann weiter weg ist, was macht man? Naja, entweder man erfindet eine neue Methode zum Holztransporten, das hat man nicht gemacht, oder man gründet halt ein neues Dorf, wieder erfolgreich im Wald oder am Waldrand. Die Zersiedlung der Landschaft, viele Dörfer, absolut übers ganze Land verteilt, grundsätzlich auch immer gerne in den Wald mitten rein gegründet, ist so ein Phänomen des Mittelalters gewesen. Diese Dinge haben sich dann übrigens relativ bald nicht mehr gelohnt und wurden dann wieder aufgelassen, weshalb es zum Beispiel Waldkirchen gibt, Kirchen, die mitten im Wald stehen. Die Kirche hat man nicht verfallen lassen, weil es ist ja eine Kirche und dementsprechend heilig. Das Dorf drumherum ist schon lange, lange weg. Da werde ich euch auch mal irgendwann noch ein Beispiel zeigen, wenn ich das nächste Mal wieder in Bayern bin. Da gibt es ein sehr schönes ehemaliges Walddorf, wo nur noch die Kirche steht und alles andere. Ja, ein paar Mauerreste gibt es noch. Ist ganz interessant, sage ich euch. So, in der Renaissance wurde das Ganze dann noch schlimmer, weil man hatte irgendwie immer mehr Holz gebraucht. Es gab noch mehr Leute, es gab noch mehr Brennholz, es gab Schiffbedarf, Schiffe. Dazwischen hat man ja noch mal ein paar Seeschlachten geführt. Das war immer relativ blöde, weil wenn so ein Schiff dann kaputt ist, dann versinkt, da ist auch jede Menge Holz am Meeresgrund und man braucht wieder neues Holz. Und da man aus kleinen, dünnen Ästchen keine Schiffe bauen kann, brauchte man dafür große, große Bäume. Und diese gab es eigentlich auch nur noch in den Hochlagen von irgendwelchen Mittelgebirgen. Natürlich nehme ich jetzt wieder meinen Schwarzwald als Beispiel, irgendwelche richtig schönen hohen Tannen. Und die hat man dann da vor Ort gefällt, hat sie dann da schön in den nächsten Bach geschmissen, den vorher angestaut und dann mit einer richtigen Flutwelle runter ins Tal, in den Rhein gespült. Daraus große Flöße zusammengebunden und diese großen Flöße nach Holland getuckert. In Holland hat man entsprechend Schiffe gebaut und der Handel ging weiter und alle waren glücklich. Und niemandem ist so richtig aufgefallen, dass irgendwie der Wald langsam ein bisschen knapp geworden ist. Beziehungsweise die Gegend sah einfach nur verwüstet aus. Es gibt da so ein paar interessante Bilder, die so andeutungsweise zeigen, wie die Landschaft damals ausgesehen haben muss. Also das war alles ein richtig wüstes Schlachtfeld. Durch den fehlenden Wald gab es auch jede Menge Erosion. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich sag's euch mal geschwind. Wald stabilisiert den Boden. Wenn man Wald da hat, dann kann der Boden da nicht weg und der Boden bleibt da, wo er ist. Entfernt man hingegen den Wald, ist es sehr wohl möglich, dass irgendwelche Starkregen oder sonst was den kompletten Boden, insbesondere in Hanglagen, den Boden nach unten ins Tal schwemmen und der Boden ist am Hang erstmal weg. Unten im Tal verrecken die Leute in der Schlammlawine, haben wir alle schon gehabt. Und das gab es übrigens sogar schon in der Jungsteinzeit. Also nicht bei uns in Mitteleuropa, aber viel bei den ersten Chinesen. Die hatten da ganz massive Probleme mit solchen Erdrutschen, nachdem sie angefangen haben, auf irgendwelchen Lössböden riesige Felder anzulegen, den Wald vorher natürlich umgehauen haben und dann festgestellt haben, uns rutscht der Boden weg und wir rutschen hinterher. Ja, so war das damals. Gut, Wald war also irgendwann knapp und dann kam tatsächlich dann so ein Typ namens Hans Karl von Karlowitz, das war so ein Adligensohn, also auch ein Adliger. Der war, ja, wie es damals üblich war, auf Tour, also sprich hat so eine Europareise gemacht. Das musste man als junger Adeliger damals tun, zu Bildungszwecken eine Bildungsreise unternehmen und hat während dieser Bildungsreise doch tatsächlich gelernt, dass es wohl scheinbar ein europaweites Problem ist, dass irgendwie das Holz langsam alle ist. Und hat dann geschrieben, Silvicultura Economica oder auch die Anweisungen zur wilden Baumzucht. Und in diesem Buch auf Seite 100, schieß mich tot oder sonst was, steht irgendwo dieser folgenschwere, katastrophal wichtige Satz für die gesamte Menschheitsgeschichte. Damit es eine kontinuierliche und nachhaltende Nutzung gäbe.
ganz, ganz wichtig. Das war 1723, als der Hans Karl von Carlowitz mit diesem einen interessanten Kommentar die Nachhaltigkeit erfunden hat. Viel wichtiger waren natürlich die Ideen in seinem Buch als dieses eine Wort, das da zum ersten Mal aufgekommen ist. Aber trotzdem war sein Buch so der erste Leitfaden für eine Forstwirtschaft, die ein bisschen durchdacht ist. Auch im Mittelalter gab es schon erste Ansätze, den Holzverbrauch ein bisschen zu reduzieren. Ein kurioses Beispiel. Man hat zum Beispiel vorgeschrieben, wie groß das maximale Ofenloch sein darf und hat das Ofenloch sehr klein gemacht, um den Holzverbrauch zu reduzieren, damit kein großes Holz mehr in den Ofen geworfen werden kann. Hat ungefähr wie viel geholfen? Er ahnte schon, gar nicht, weil dann wirft man einfach mehr kleineres Holz in den Ofen. Also entsprechend so wirklich effektive Methoden gab es nicht. Wen übrigens bei der ganzen Forstgeschichte gerne mal, also wer da gerne vergessen wird, ist Peter Stromer oder Stromer, Stromer heißt er, pardon. Der hat tatsächlich nämlich noch vor dem Carlowitz die Nachhaltigkeit eigentlich erfunden, denn der hat damals angefangen, Bäume nachzupflanzen. Er hat nämlich den technischen Vorgang der Nadelbaumsaat entdeckt, beziehungsweise erfunden, wie man möchte, und hat damit auch ordentlich angefangen um Nürnberg rum, bei den Nürnberger Tannensähern. Die hat er quasi gegründet. Die sind überall hin und haben überall Nadelbäume gepflanzt. Warum Nadelbäume? Das ist halt einfach technisch einfacher als Laubbäume. Und vorher wusste man auch gar nicht, wie man Nadelbäume pflanzt und hat bestenfalls eine Eichel in den Boden drücken können, hat aber keiner gemacht. Aus irgendwelchen Gründen ist dann niemand so wirklich auf die Idee gekommen. Also der Erste, der im großen Maßstab Wälder wieder aufgeforstet hat, auf eine effiziente, ökonomische Methode, wenn man so will. Ich will jetzt nicht dem Peter Stromer erzählen, dass er schuld dran ist, dass wir überall Nadelholz haben. Aber so, sagen wir mal so, der Erste, der Nadelbäume gepflanzt hat, war definitiv der Peter Stromer. Aber trotzdem, die Idee, die Erkenntnis, dass man jetzt Bäume pflanzen muss, im Mittelalter, 1300 Ungrad, pardon, in einer Zeit, in der kein Mensch irgendwie an nachfolgende Generationen gedacht hat. Das war den Menschen damals völlig fremd. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, sowas zu tun oder mehr über mehrere Generationen hinweg zu denken. In dieser Zeit kommt dieser Peter Stromer, das war übrigens ein Kaufmann, auf die Idee, Bäume zu pflanzen, die ja erst nach 100 Jahren oder was dann wieder nennenswert gefällt werden können. Und das quasi für die nachfolgenden Generationen zu tun, weil so jung war der auch nicht mehr. Der hat garantiert nie gesehen, dass irgendeiner seiner Bäume nennenswert groß geworden ist, die er so gepflanzt hat. Daher, diese Leistung ist wirklich revolutionär gewesen. Und man kann sich streiten, ob man Peter Stromer noch bedeutender finden möchte als Hans Karl von Carlowitz, aber die beiden waren jedenfalls so die Personen in der Geschichte, die dafür gesorgt haben, dass wir in Deutschland überhaupt noch Wald haben. Jo, Carlowitz, sein Buch hat sich jedenfalls dann ganz gut ausgebreitet und wurde von vielen Leuten gelesen. Und dann hat tatsächlich irgendwann ein Herr Hartig, dessen Vorname mir gerade nicht einfällt, was unglaublich peinlich ist, ich blende ihn euch ein, aus Göttingen mehr oder weniger, hat dann beschlossen, okay, ja, dann lese ich jetzt auch mal diesen Carlowitz und jetzt gründe ich mal hier eine Hochschule, so mehr oder weniger so, beziehungsweise lehre jetzt hier mal an unserer örtlichen Universität Forstwissenschaft. Also man kann sich streiten, inwiefern der Hartig jetzt die Forstwissenschaft erfunden hat. Manche Leute sagen, er war's. Zeitgleich, mehr oder weniger, fast zeitgleich, hat in Dresden, bei Dresden, also in Sachsen, ein Förster gelebt, der hatte einen Sohn, der hieß Heinrich Kotter. Beziehungsweise, der ursprünglich hieß er mal Heinrich von Kotter, hat dann aber später seinen Adelstitel abgegeben, weil ihm das zu bescheuert war. Sehr sympathischer Mann. Der hat dann auch irgendwann mal beschlossen, dass er jetzt eine Forstschule gründet, so ein bisschen mit königlich-sächsischem, fürstlichen Beistand. Und die lief gut und dann hat er auch irgendwann mal das Ding expandieren dürfen und durfte sich aussuchen, wo er denn da überhaupt hin will mit seiner Forstakademie und hat sich dann für das winzig kleine Örtchen Tharandt entschieden. Das ist bei Dresden, liegt in so einem Tal, sieht eigentlich ganz hübsch aus, fand er gut, weil es a weit genug weg ist von Dresden, damit die Studenten nicht einfach mal schnell nach Dresden können und sie zusaufen, sondern das dauert eine Weile, also das geht nicht so einfach rucki-zucki. Unter der Woche wäre das nicht möglich gewesen, höchstens an einem Sonntag. Samstag gab es damals ja noch nicht, das war ja ein normaler Werktag.
Und gleichzeitig war es so nah dran an Dresden, dass er hat sagen können, okay, ich bin hier nicht völlig ab vom Schuss, ich bin hier also durchaus noch einigermaßen eben an der Landeshauptstadt dran und kann auch ein bisschen schauen, was denn so die große Politik so macht und mich gegebenenfalls schnell einmischen und protestieren, wenn sie was macht, was mir nicht gefällt. Also das ist so ganz lapidar gesagt, so die Gründe, weshalb Taran und was hat er da gemacht? Eine Forstakademie gegründet. Und was ist aus dieser Forstakademie geworden? Die erste forstliche Hochschule, man kann sich streiten, ob der Welt. In St. Petersburg waren sie auch sehr früh dran. Ich glaube, die sind sogar noch ein bisschen älter. Aber wenigstens hat er den ältesten forstbotanischen Garten der Welt dann da anlegen lassen und hat da quasi als ja, Forstwissenschaftler gelehrt. Und das ist der Beginn, wo dann auch die Forstwissenschaft als solche entstanden ist und man erst angefangen hat, sich überhaupt Gedanken zu machen, was man denn mit dem Wald hier überhaupt so anstellt, der hier jetzt noch so in den Resten steht. Im Laufe der in der Frühzeit der Forstwissenschaft, also Cotta selbst nicht. Cotta selbst war so ein Revolutionär, der war quasi der Einstein unter den Forstwissenschaftlern seiner Zeit voraus. Wenn man es auf forstwissenschaftliches Niveau runterbricht, war so eine Art Da Vinci. Der Typ war genial. Der hat auch damals schon erkannt, dass es mit einer einzigen Baumart nicht gehen kann. Wir Mischbestände brauchen, wir die Bäume lieber so ein bisschen einzelstammweise nützen. Dieser Kahlschlag vielleicht auch nicht so das allerwahrste ist. All diese Dinge, die dann später trotzdem aufgekommen sind, weil Cotta leider nicht unsterblich war und dann entsprechend gestorben ist, hat er damals schon angezweifelt, ob das so eine optimale Idee ist. Der Mensch war also wirklich ein ziemlicher Visionär. Wie gesagt, er ist gestorben und dann kam man auf die Idee, dass man ja die Holzernte möglichst ökonomisch durchziehen muss. Ist ja jetzt per se eigentlich nicht falsch, ne, von der Überlegung her. Dummerweise gab es dann auch eben den Ausbildungsberuf Forstwissenschaftler, gab es da ja noch nicht. Und deshalb sind auch viele Leute in der Forstwissenschaft gelandet, die eben nicht aus der naturwissenschaftlichen Ecke, sondern aus der finanzmathematischen zum Beispiel kamen. So auch ein Herr Pressler, der dann unter anderem erfunden hat, die sogenannte Bodenreinertragslehre, die da so grob gesagt besagt, dass wenn man einen Boden hat, dann stellt man da Bäume drauf und je schneller diese Bäume wachsen, desto schneller kann man den Boden wieder erneut nutzen und man kriegt also umso mehr Geld pro Boden, je schneller die Bäume, die da draufstehen, wachsen und die schnell wachsendste Baumart, die noch gleichzeitig gutes Holz produziert, ist demzufolge nach Adam Riese die ertragreichste und was war das damals? Die Fichte. Und einer der Gründe, weshalb jetzt überall die Nadelholzer rumstehen, beziehungsweise die Kiefer war halt eben auf Standorten, wo die Fichte nicht konnte, die Alternative, ist halt einer dieser Gründe, diese Bodenreinertragslehre nach Pressler, das war so ein bisschen, man kann es ihm irgendwo nicht übel nehmen, weil es damals in die Zeit ganz gut reingepasst hat, aber so wie man heute weiß, war das so ein bisschen ein Griff ins Klo, ne? Dann kam noch erschwerend dazu, dass ja die sämtliche Wälder schon weg waren. Wir sprechen ja jetzt nicht von einem tollen, unberührten Waldland, in dem man jetzt angefangen hat, jetzt die sowieso schon naturbelassenen Wälder planmäßig zu nutzen. Nee, man hat quasi eine völlig verwüstete Landschaft mit ein paar Restwäldchen angefangen planmäßig zu nutzen. Und das Erste, was man da mal tun musste, war erstmal aufforsten. Und man hätte auch wirklich aufforsten müssen. Die Wälder waren schon so geschädigt, da wäre nichts mehr nachgekommen, wenn man da nicht aufgeforstet hätte. Soll ich noch einen kleinen Exkurs einbauen? Nein, mache ich nicht. Wie dem auch sei, das Mittel der Wahl, um da überhaupt wieder Wald stehen zu haben, wo halt vorher Wüste, wenn man so möchte, geherrscht hat, war dann halt eben der Nadelbaum. Daher kommt der und den hatten wir dann überall. Vielleicht noch mal eine kleine Jahreszahl. Um 1800 rum hat das angefangen eben mit der Etablierung der Forstwirtschaft. So Forstwirtschaft, Forstwissenschaft, wirklich so richtig kontrolliert und nachgedacht und mit System, wie wir es heute ja auch noch haben. Das System war am Anfang natürlich nicht perfekt. Das hat ja auch keiner erwarten können, würde ich sagen. Und wurde dann im Laufe der Zeit immer besser. Und mittlerweile sind wir natürlich schon richtig, richtig gut.
Aber weiterhin eben die Waldnutzung. Die Waldnutzung hat sich dann von der Kahlschlagwirtschaft dann eben weiterentwickelt zur einzelstammweise Nutzung und inzwischen sind wir halt eben so weit, dass wir die sogenannte naturnahe Forstwirtschaft betreiben. Das heißt, wir haben einen Wald, der zwar auf 90% der Waldfläche Wirtschaftsraum ist, ich glaube sogar auf 94% aktuell. Das ist gar nicht so schlecht, wie sich's anhört. Und ja, diese komplette Waldwelt wird genutzt, ist also komplett ein Wirtschaftsraum, aber durch die naturgemäße Waldwirtschaft gibt es halt eben viele, viele, viele Bereiche, in denen man, wenn man in den Wald geht, so als Autonomalverbraucher trotzdem das Gefühl hat, dass man in der Natur ist. Wenn man sich, manche Leute haben auch das Gefühl, sie sind in der Urnatur und können hier richtig schön Kraft tanken und so weiter und so fort. Und das ist auch gut so. Natürlich ist das auch gewollt so von uns Förstern. Und dahingehend in diese Richtung wird sich auch die Forstwirtschaft wahrscheinlich weiterentwickeln, dass man weiterhin sagen wird, man macht das noch näher an den natürlichen Prozessen dran. Und greift nur wirklich minimal ein, um das Allermeiste, was mit natürlichen Prozessen möglich ist, mit diesen auch machen zu lassen und dann aber nur so kleine Eingriffe eben dann doch noch durchzuführen, damit man halt gleichzeitig mit dem Ganzen auch noch Geld verdienen kann. Also minimal invasive Maßnahmen sozusagen. Das wird definitiv auch die Zukunft der forstwissenschaftlichen Forschung sein. Wenn uns dann ein Klimawandel oder Ähnliches keinen Strich durch die Richtung macht, so könnte das dann weitergehen. Und damit habe ich euch jetzt einen langen, nicht ausführlichen, wirklich nicht ausführlichen Überblick über die Waldentwicklung Mitteleuropas gegeben. Und wenn ihr das jetzt halbwegs interessant fandet, dann könnt ihr euch in vielen, vielen Teilen die detaillierte Variante anhören. Aber wenn nicht, dann mache ich die Videos halt für die 10 Hanselis, die es gucken wollen. Und ja, freue mich auf Kommentare und was ihr überhaupt von diesem Format haltet, selbstverständlich. Und ob es euch sehr stört, dass ich das Ganze indoor mache. Wie gesagt, wenn es was zum Angucken geht, dann gehen wir auch raus. Also es wird mindestens 3 oder 4 Folgen geben, wo wir uns was angucken draußen. Und alles in gewohnter Bencher-Ausführlichkeit. Gut. Dann so viel dazu erstmal und ich werde gleich im Anschluss produzieren den ersten Teil, also das quasi die Wälder in der Jungsteinzeit und was die liebe Landwirtschaft, die dann gerade erfunden wurde, denn mit den Wäldern schon so angestellt hat. Selbst da kann man nämlich Dinge im heutigen Wald noch erkennen, die quasi damals erfunden, wenn man so will, wurden. Naja. Aber das im nächsten Teil und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!